Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute gibt es ein richtig geiles Teil und zwar die Shock Attack. Richtig fett, hat mich mega überzeugt auf dem Video. Es gibt es bei mir jetzt das erste Mal im Lidl, deswegen habe ich die auch mal gleich mitgenommen. Hat meine ich 19,99 gekostet. Sie hat 35 Schuss. Wir sehen hier schon die Kaliber. Die sind teilweise 25 mm, aber hier geht es natürlich ein bisschen kleiner los. Muss ja auch noch Möglichkeiten nach oben geben, ne? Sie brennt ca. 55 Sekunden und die Effekthöhe beträgt 60 Meter, was echt nicht ohne ist. Das ist schon ziemlich hoch. Wir sehen hier schon Batteriefeuerwerk bis 500 Gramm. Bitte schaut immer genau nach. Das heißt nicht, wenn da 500 Gramm drauf steht, dass dort 500 Gramm drin sind. Das könnten auch 300 sein. So, wir suchen mal kurz die NEM. Die beträgt hier in diesem Fall 408 Gramm. Ist, glaube ich, okay. Bei 35 Schuss gibt es auf jeden Fall was Schlechteres. Ich bin jetzt einfach nur noch richtig gespannt, das Ding zu zünden und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Zündung. So Leute, die Shock Attack. Ab geht die Post. Wird mal schön gezündet hier und ich bin sehr gespannt, was die so kann. Boah, ist ganz schön windig, ne? Wir warten noch mal kurz. So, Wind hat sich gelegt, weiter geht's. So viel Schuss hat die echt noch gute Zerleger, ne? Ja, ne? Krass. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. So viel Rauch, ey.